So, natürlich war ich wieder super früh wach. Heute sind 29 Grad angekündigt, mittlerweile erst 23 Grad. Ziemlich. Ja, zum Friseur wollte ich gehen. Um 9 Uhr machen die auf. Boom, direkt 40 Minuten Wartezeit. So, ja, Memorial Day steht an, Montag frei. Die Amerikaner flippen voll aus. Mann, naja. Vielleicht schaffe ich es nachts zum Friseur. Angeln vielleicht. Ein bisschen windig, aber ansonsten natürlich wunderschönes Wetter. Ein bisschen was einkaufen. Ja, mal ein paar Videos zusammenschneiden, ansonsten ist halt nicht viel geplant. Wo ich schon Bock hätte, mal so den ein oder anderen Memorial Sale mitzunehmen. Ich habe kaum Angelsachen hier, vielleicht kaufe ich mir eine Route. Aber mal sehen. In Modesto, it's 28 degrees and sunny. Today, it'll be sunny, with a forecasted high of 29 and a low of 12. So, der halbe Tag ist rum. Die Lena hat mein Hemd repariert. Das war hier, wo die Schulterklappe reinkommt, das war total schlecht genäht. Das musste alles aufmachen und nochmal nähen. So, jetzt gehen wir gleich eine kurze einkaufen. Der Toaster, den die Lena sich gekauft hat, um den zu ersetzen, den ich mitgenommen habe. Das ist so ein billiges Plastikding. Die hat gestern eine Scheibe Toast getoastet und schon fing das Plastik irgendwie an zu schmelzen. Aber ich würde auch nicht hier 10 Dollar für einen Toaster ausgeben. Also, so, gehen wir einen neuen Toaster holen, den anderen zurückgeben, ein bisschen was Fleisch holen, eventuell Gas für einen Grill. Zur Friseur gehe ich morgen, denn die Christina, ich habe da angerufen, gefragt, wer hat mir denn letztes Mal die Haare geschnitten, die haben ja alles im System. Die ist heute nicht da, die kommt morgen erst um 2 Uhr rein, das heißt, ich gehe morgen zum Friseur. Ob ich heute noch angeln gehe, weiß ich nicht. Und es gibt natürlich schon eine Heat Warning für Modesto in den nächsten Tagen, denn nächste Woche Montag wird es 41 Grad. Nein, dann bin ich heute weg. So, wir sind endlich unterwegs. Keine Ahnung wie viel Uhr, denn die Uhr im Auto hier funktioniert nicht so wie, wie vieles andere. Aber ich will heute noch ankommen, deswegen fahre ich. Don't run my brakes already. Ey, wir waren schon halb auf dem Weg, ne? Müssen wir aber zurück. Ey, Maske vergessen. Oh. Super nervig. There's so much meat. It's also pretty, das ist, nenne ich mal, eine Stange Fleisch. So, ich weiß erneut nicht, wie viel Uhr wir haben, aber es ist noch sehr viel später als ohnehin schon. So, wir machen jetzt gerade noch der letzte Besorgen. Crickets. Und einen Toaster werde ich bekommen. Ich habe 10 Dollar mehr ausgegeben für einen Toaster, als ich wollte. Aber 25 Dollar ist, glaube ich, nicht zu viel für einen Toaster. Jetzt geht's endlich nach Hause und dann gibt's Brot, was die Leanne selbst gebacken hat. Ich hoffe, das ist gut, ansonsten ja, eine Katastrophe, denn wir haben so viel gekauft für aufs Brot. It's okay, I can go get Dave's whatever bread. Right. So. So, der Nachbar hat gegrillt und deswegen stinkt unsere ganze Bude nach Rauch. Aber für uns heißt es jetzt auch Abendessenszeit. Und es gibt das gebackene Brot, was die Leanne gebacken hat. Das ist ganz schön feucht innen. Also es ist überrascht ein bisschen. Aber wir haben so viele leckere Sachen zum Draufessen. Salat und Radieschen und Tomaten und verschiedene Käse und das Fleisch von gestern auch. Und Käse. Und das hier. Das ist der komische amerikanische Käse. Ich weiß nicht, was die da reinhauen, aber... You can try the end. Ja.